Ja, moin moin. Der heutige Podcast ist eigentlich ein Tasting-Text, den ich einmal verfasst habe und zu dem wir dann auch Tastings durchgeführt haben. Und der Titel ist Im Rausch der Meere, denn es geht um den Alkohol in der Seefahrt. Seefahrt und Alkohol, dazu vielleicht von Admiral Horatio Nelson nochmal der Spruch: Das sicherste Mittel gegen Seekrankheit ist, sich unter einen Apfelbaum zu legen. Ja, das ist sicherlich korrekt. Also zuerst möchte ich einmal eine Liste vorlesen, die quasi so eine Verkostungsliste ist. Wir haben bei diesen Tastings nicht nur die Geschichte der Seefahrt oder des Alkohols in der Seefahrt erzählt, sondern wir haben dann auch immer zu den unterschiedlichen Themen Spirituosen oder den entsprechenden Alkohol gereicht, damit man nicht nur theoretisch hört, was mit dem Alkohol in der Seefahrt so im Laufe der Zeit passiert ist, sondern dass man auch tatsächlich das mal probieren konnte. Man konnte sich also auch sensorisch da ein Bild von machen, wie sowas vielleicht geschmeckt haben könnte. Ja, wir am Anfang des Vortrags trinken wir einmal einen kleinen Cremant, also quasi einen Champagner, der ja immer für Schiffstaufen verwendet wird. Und ja, das ist immer ein schöner Start. Als nächstes kommen wir dann zum sogenannten Dünnbier. Das ist also ein obergäriges Craftbier, was wir da anbieten, was wir selber nochmal runterverdünnen. Im Anschluss daran gibt es eine alte Variante von Wein mit entsprechenden Kräutern. Und dann kommen wir auch schon zu dem allseits bekannten Sherry, den wir, wo wir einen anbieten, der aus dem Jahre 1730 stammt. Also nicht der Sherry selber, aber die Firmengründung war 1730. Dann natürlich ganz berühmt der Rum, der ist ja, steht ja für die Seefahrt schlechthin. Da haben wir einen Mount Grey von 1703 Black Barrel. Und dann ist noch nicht aller Tage Abend, dann kommt noch ein Port von Kopke in Hamburg. Und im Anschluss daran quasi als Finale 106er Botanico mit aus 106 Botanicals und Meersalz und Honig. Dazu gibt es immer ein bisschen Schiffszwieback und mit verschiedenen Dips, natürlich Wasser und getrocknetes Rindfleisch. Ja, das schon mal zu der Verkostungsliste. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Man sitzt gemütlich zusammen, lässt sich die Geschichte, die Abenteuer des Alkohols in der Seefahrt erzählen und kann dann auch ab und zu mal etwas probieren. Wenn man die faszinierenden Bilder von Schiffen auf dem Meer sieht, stellt sich fast wie von selbst ein durchaus reizvolles und abenteuerliches Bild über das Leben auf See sowie im Hafen ein. Wer hat nicht zumindest einen der vielen Piratenfilme gesehen und sich vielleicht gedacht, dass diese Form des Lebens doch recht interessant und spannend gewesen sein muss. Doch wie in nur wenigen Lebensbereichen ist gerade die Geschichte der Seefahrt durch die Vergangenheit verklärt und verfälscht worden. Und so erging es auch dem Alkohol. Doch fangen wir mit unserer Geschichte an. Bei einem Segeltörn in den Elbwatten hat mir ein alter Mitsegler die Geschichte des Alkohols in der Seefahrt erzählt. Wir lagen trocken im Watt und hatten noch einige Stunden Zeit bis zum nächsten Hochwasser. Kennen Sie die Geschichte? Nein? Gut, beginnen wir am Anfang. Im Rausch der Meere. Oder auch Splice the Main Brace. Wir starten 7000 vor Christus. Um diese Zeit beginnen die Menschen erstmals Wasserfahrzeuge zu bauen, mit denen die hohe See befahren werden kann. Es sind wahrscheinlich schon Plankenboote. Und etwa zur gleichen Zeit wurde im Iran die älteste bekannte Weinkälteanlage gefunden. Bier war zu dieser Zeit ebenfalls bereits bekannt. Nachgewiesenerweise spielte schon seit den Zeiten der Phönizier, etwa 1000 vor Christus,
an Bord der Seeschiffe der Alkohol eine besondere Rolle. Denn die Flüssigkeitsversorgung war stets eine Krux der Seefahrt. So entstand stellvertretend für alle Seefahrer der verzweifelte Ruf eines Seemanns in einem heute weitgehend vergessenen englischen Epos von Samuel Taylor Coleridge aus dem Jahre 1798. Water, water everywhere, but not a drop to drink. Dies lag in erster Linie an der Haltbarkeit des Trinkwassers. Wer schon einmal Wasser in einer Blumenvase vergessen hat, innerhalb weniger Wochen verdarb ebenso das in Holzfässern gelagerte Wasser und verwandelte sich in eine stinkende, gesundheitsgefährdende Brühe. Die Erleichterung unter den Seeleuten ist deshalb groß, wenn neben der stinkenden Brühe genug Wein, Bier oder Rum an Bord sind. Wenn nun ein Fass aufgehoben und aufgeschlagen wurde, berichtet der Dichter Johann Gottfried Sümmel noch nach einer Atlantiküberfahrt 1782, verbreitete das Wasser einen Gestank wie alle Flüsse der Unterwelt zusammen. Große, fingerlange Fasern machten es fast konsistent. Ohne es durch ein Tuch zu sein, war es nicht wohl trinkbar und dann musste man immer noch die Nase zuhalten. Aber am Ende schlug man sich doch noch, nur um die Jauche zu bekommen. An dieser Stelle sparen wir uns eine erste Verkostung eines solchen Wässerchens und verzichten auf die Erfahrung, wie dieses Wasser wohl geschmeckt haben mag. In den Kesseln, da faulte das Wasser. Der Alkohol aber nicht. Hochprozentige Spirituosen erfüllten nun zwei Aufgaben. Erstens verdarben sie nie und stellten so immer eine trinkbare Reserve dar. Zweitens erlaubten sie schon in recht geringer Dosis eine Sterilisierung des Trinkwassers, das so zumindest wieder genießbar wurde. Hierzu vielleicht eine kleine Anekdote. John Jervis, Earl of St. Vincent, erster Seelord ihrer Majestät von 1801 bis 1804, lehnte die Anwesenheit von Frauen an Bord mit der Begründung ab, dass sie für die Verschwendung von Wasser verantwortlich seien. Sie waren einfach zu reinlich und dabei war Trinkwasser auf Schiffen ein extrem kostbares Gut. Die Süßwassermenge war seit jeher sehr gering bemessen. Ein Viertel bis einen halben Liter täglich, selbst in den Tropen, war die Regel. Mehr als ein Liter pro Mann und Tag gab es kaum. Und wenn man einen großzügigen Kapitän hatte, dann gab es alle 14 Tage noch einen Eimer Wasser pro 20 Mann, um sich zu waschen. Das Problem des Trinkwassers und somit des hygienebedingten Alkoholkonsums ließ sich erst mit der Einführung von eisernen Wassertanks lösen, wie sie etwa die Novara 1856 zusammen mit einem Destillierapparat für Meerwasser für ihre erste große Weltumsegelung einbauen ließ. Diese Expedition war auch die erste Weltumsegelung eines deutschsprachig geführten Schiffes, nämlich ein österreichisches Schiff. Seeleute und Trunkenheit sind dabei eigentlich immer zu Unrecht in Verbindung gebracht worden. Eine Untersuchung der britischen Streitkräfte zeigte im 19. Jahrhundert, dass es grundsätzlich mehr Probleme bei den Landstreitkräften gäbe, als es bei den Seestreitkräften der Fall war. Jedoch nach oft monatelanger Fahrt über die Weltmeere, wenn Matrosen erstmalig wieder Land betraten, kam es schon einmal zu kleineren Exzessen. Und diese fanden dann direkt vor den Augen der Landbevölkerung statt und zementierten den zweifelhaften Ruf der Seeleute. Immer war es ein hartes Leben an Bord und entsprechend glücklich und ausgehungert waren die Matrosen dann auch, wenn sie eine Fahrt heil überstanden hatten. Und einige waren besonders glücklich. Auf Kriegsschiffen, bei denen freiwillige Meldungen aus naheliegenden Gründen nur selten erfolgten, gab es eine besonders gefürchtete Art der Werbung, die Presspatrouillen. Dabei gingen Gruppen von Unteroffizieren mit Knüppeln und Säbeln bewaffnet in Hafenstädte, ja sogar abgelegene Städte und Ortschaften und verschleppten verschiedenste Leute einfach mit Gewalt an Bord. 1776 versuchte ein englischer Bürger, den eine Presspatrouille auf ein Kriegsschiff gezwungen hatte, diesen Dienst zu verweigern, verlor jedoch den Prozess, den die englische Krone gegen seine Weigerung geführt hatte, mit dem Argument, es sei besser, privates Ungemach zu dulden, als dass das Gemeinwohl Schaden nähme. Aber woher hatten denn die Matrosen so viel Geld, um in den Hafenstädten so auffallend zu feiern? Ihre Heuer wurde in der Regel nach Abschluss einer Fahrt in einem Stück bezahlt, aber es gab auch eine weitere Möglichkeit, abseits der dienstlichen Karriere,
für alle Schiffsleute auf Kriegs- oder Kaperschiffen, die Prisengelder. Damit werden die Erlöse aus dem Verkauf von aufgebrachten Schiffen und deren Ladung bezeichnet. Begegnete ein Kriegsschiff oder ein befugter Kaperer einem Schiff unter feindlicher Flagge, hatte er das Recht, dieses Schiff aufzubringen und zu erbeuten. Nach Verkauf der sogenannten Prise, also des Schiffes, durch die Admiralität, wurde der Erlös nach gesetzlichen Anteilen auf die Besatzung des siegreichen Schiffes aufgeteilt. Der Kapitän erhielt 3/8, von denen er eines seinem Admiral oder Konteradmiral abzugeben hatte. Auf die Seeoffiziere fielen weitere 2/8. Die Decksoffiziere und Anwärter teilten sich ein weiteres 1/8. Die verbleibenden 2/8 gingen dann zu gleichen Teilen an die gesamte Mannschaft. Diese Gelder erreichten oft beachtliche Summen. So erhielt etwa jeder einfache Matrose der 4 englischen Fregatten Athalion, Najat, Alcheme und Triton nach der Kaperung zweier spanischer mit Gold beladener Fregatten im 18. Jahrhundert, genau 1799, die Summe von 182 Pfund. Das entsprach der Heuer von 16 Jahren für einen Nachmittag des Kampfes. Die meisten verprassten dieses Geld kurzzeitig in Schenken und Bordellen. Nur wenige legten es gut an oder kauften sich vom Dienst der Navy frei. Allerdings waren diese Summen Taschengelder im Vergleich mit dem Gewinn, den ein Mann auf einem Piratenschiff machen konnte, da dort die Aufteilung der Summen ungleich gerechter erfolgte als auf einem Schiff der Navy. Der persönliche Besitz von Alkohol an Bord der Schiffe war generell verboten, sodass der Kapitän eine Art Monopol auf diesen hatte. Es war also nicht, wie dies gelegentlich romantische Marinelieder glauben machen wollen, die Sucht der Seeleute nach dem Alkohol, die sich allenfalls während der kurzen Aufenthalte an Land bemerkbar machen konnte. Die Einführung von Wein, Bier und konzentrierten Alkoholika war nichts anderes als ein Versuch, die katastrophale Süßwasserversorgung zu verbessern. So bediente man sich zur Lagerung von Trinkwasser großen Holzfässern. Man musste jedoch immer wieder die Erfahrung machen, dass das Wasser faulte und zu Epidemien aller Art Anlass gab. Verschiedene Gegenmaßnahmen wurden dagegen ergriffen. Die Schwefelung der Fässer, das Verkohlen der Wandung, die Desodorierung durch Kohle und Kalkpulver und die Filterung. Aber nichts brachte den durchschlagenden Erfolg. Aus diesem Grund wurde auch jeder Wasserration ein ordentlicher Schuss Rum beigemischt. Nicht etwa, um den Matrosen eine Freude zu machen, sondern schlicht, um einer Epidemie an Bord durch Salmonellen oder gar Ruhr vorzubeugen. Weil das Wasser nun so schnell faulte, versuchte man anstelle von Trinkwasser das wesentlich länger haltbare Bier an Bord mitzuführen, während die südlichen Marinen verständlicherweise die Weine bevorzugten. Welche Mengen man dabei mitführen musste, lässt sich durch die Tatsache dokumentieren, dass zum Beispiel auf einem französischen Kriegsschiff von 1637 eine Besatzung von 666 Mann mitfuhr. So ist es kein Wunder, dass die Speiserollen jener Zeit oft doppelt so viel Bier- oder Weinmengen als Süßwasser angaben. In der ältesten mir bekannten Speiserolle der Royal Navy von 1691 wird zum Beispiel pro Besatzungsmitglied jeden Tag eine Gallone Bier, das wäre nach dem damaligen Maß 3,7 Liter, vorgesehen. Und diese erstaunlich große Menge war kein Privileg der englischen Marine. Die Franzosen tranken jedoch schon damals lieber etwa 1 Liter Wein pro Tag. Und um nur die Relation von Alkohol und Wasser an einem Beispiel zu erläutern, sei hier angeführt, dass die spanische Armada bei ihrer Expedition gegen Großbritannien 57.000 Liter Wasser, aber 82.000 Liter Wein mit sich führte. Man sehe sich nur die Ladeliste der Verpflegung eines großen Schiffes des 17. Jahrhunderts mit etwa 190 Mann Besatzung und einer Reisedauer von angepeilten 3 Monaten an. Das ist jetzt eine Lagerliste und die theoretische Tagesration. Also eingelagert wurden zum Beispiel 4.250 Kilogramm gesalzenes Rindfleisch, wovon jeder Matrose Anspruch auf 0,24 Kilogramm pro Tag hatte. Oder 1.500 Kilogramm gesalzenes Schweinefleisch, wo dann noch jeder
Matrose 80 Gramm pro Tag bekam. Oder 330 Kilogramm Kabeljau an 20 Gramm pro Matrose pro Tag. Aber auch 20.000 Scheiben brauner und weißer Zwieback, 30 Scheffel Hafermehl, 40 Scheffel getrocknete Erbsen, ein Fass Weizenmehl, 11 kleine Fässer Butter, 500 Hektoliter Dünnbier, 160 Hektoliter Wasser und 2 Fässer Apfelmost. Das würde also einer Tagesration von 2,8 Litern Dünnbier pro Matrose pro Tag entsprechen. Und schon die Römer gaben ihrem Wein in der Regel Kräuter und Gewürze bei. Besonders Thymian und Kümmel waren sehr beliebt. Nun galt besonders im Mittelalter Wein und Bier an sich als ein wirksames, bei bestimmten Krankheiten erfolgreiches Hilfsmittel. Als aber dann der Einfluss frischer Kräuter erkannt wurde, erstmals um 1560, da hatte der Greifswalder Arzt Franz Joel I. die Brunnenkresse, das Schabackskraut, sowie Meerrettich und Senfkraut als Antiskorbutikum bekannt gemacht, hat man auch diese Vorbeugungs- und Heilpflanzen dem Alkohol zugesetzt. Weitere Kräuter waren auch damals schon Absinth, Rosenblüten, Salbei, Isop, Beifuß, Lavendel und Cardo-Benedictenkraut, die ausführlich von Ärzten jener Zeit in ihren Monographien bezüglich der Vorteile von Gewürzbieren diskutiert wurden. Auch Wermut, Bitter- und Fieberklee, die Melisse, Hirschzunge, Ochsenzunge, Enzian, Wacholderbeeren, Johanniskraut waren weitere Ingredienzien und es war nicht selten, dass die Apotheken sozusagen nebenher als Alkoholausschank verwendet wurden. Auf Schiffen kam zu dieser Zeit meist das sogenannte Dünnbier zum Einsatz. Es enthält weniger als 2% Alkohol, was etwa einem Stammwürzgehalt von 6% entspricht. Dieses auch Nachbier oder Speisebier genannte Getränk wurde meist hergestellt, indem man nach der Produktion des normalen Dickbieres die benutzten Reste der Gerste oder des Weizens und des Hopfens noch einmal verwendete, um einen weiteren Sud aufzusetzen, der meist kein oder nur wenig Malz enthielt. Und auch in Hamburg wurde derlei Bier im Mittelalter sehr geschätzt. So hatte jeder Stadtbewohner ein Anrecht auf eine gewisse Bierzuteilung pro Tag, eben um das gefährliche Trinkwasser zu vermeiden. Dieses Dünnbier wurde von allen Familienmitgliedern, auch Kindern, meist zu jeder Mahlzeit konsumiert und nicht zuletzt wegen des Mangels an sauberem Wasser. Zu Zeiten der Hanse entwickelte sich Bier zu einem Exportschlager Hamburgs. Aus diesem Grund wurde Hamburg auch als das Brauhaus der Hanse bezeichnet. Wie bereits erwähnt, spielten schon während der Bier- und Weinzeit Kräuter und Pflanzen eine wichtige Rolle. Während an Land bekanntlich seit 1516 das erste Reinheitsdekret des Bierbrauens, das auch heute noch immer wieder zitiert wird, beachtet wurde, wurde an Bord aus gutem Grunde davon abgesehen. Denn eine bedeutsame Rolle neben dem Ersatz des Trinkwassers spielte das Bier auch zur Prophylaxe von typischen Schiffskrankheiten. Zu ihnen gehörte das sogenannte Sprossenbier. Es ging auf Beobachtungen zurück, die der Entdecker des Labrador-Stroms, der französische Seefahrer Jacques Cartier, machen konnte. Als Cartier im Jahre 1545 auf der Reise nach Neufundland mit seinem Schiff im St. Lorenz-Strom überwintern musste, stellte sich eine bisher bei den Seefahrern unbekannte Erkrankung ein. Denn von 110 Mann der Besatzung wurden nur 3 nicht krank. 25 starben sehr bald. Nachdem ohne Erfolg alle möglichen Heilmittel ausprobiert worden waren, nahmen die Kranken auf Anraten von Indianern vom Stamm der Huronen Nadelspitzen des Thuja-Baumes zu sich und genasen. Seither wird er der Lebensbaum genannt. So erlangten auch die Nadeln anderer Gehölze für lange Zeit einen hohen Ruhm in der Seefahrt. Dies sieht man sehr schön an der Geschichte der HMS Pandora von 1790. Die HMS Pandora, eine britische Fregatte von 513 Bruttoregistertonnen, 35 Metern Länge und ausgerüstet mit 24 Kanonen unter dem Kommando Kapitän Edward Edwards, näherte sich der letzten Etappe ihrer Reise. Nach der gefährlichen Passage der Torres Strait lägen noch 16.000 Meilen vor der Fregatte, ehe sie wieder in ihrem Heimathafen festmachen könnte. 10 Monate zuvor,
1790 war sie in England ausgelaufen. Die Pandora hatte ihren Auftrag nur teilweise erfüllt. Edwards Schiff war laut Anweisung der britischen Admiralität für den ausdrücklichen Auftrag ausgerüstet worden, in die Südsee zu fahren, um sich zu bemühen, Fletcher Christian und seine Gefährten nach England in Haft zu bringen. Edwards hatte aber weder Fletcher Christian noch die Bounty gefunden, aber immerhin 14 der 25 Meuterer der Bounty gefangen genommen und an Bord in Ketten gelegt. Seit 1990 graben nun Archäologen an der nordöstlichen Einfahrt in der Torres Strait rund 3 Meilen nordwestlich des Malta Reefs in nur 60 Fuß Tiefe. Ihren Laderaum gruben die Wissenschaftler zuerst aus. Sorgfältig beseitigten sie den Sand und stießen auf ein Regal, in dem noch immer Captain Edwards gesamtes Dinner Service stand. Blaue und weiße Schüsseln, Wein- und Whiskygläser. Daneben säuberlich in Sägemehl verpackt, circa 100 Krüge. Sie gehören, so nehmen die Archäologen an, zu den in der Ladeliste erwähnten 343 Töpfen von Fichtennadelessenz, die damals zur Herstellung des sogenannten Fichtenbieres diente, mit dem Skorbut bekämpft wurde. Am Anfang stand also Bier und Wein. Bevor wir uns nun mit dem speziellen Feld der Spirituosen in der Schifffahrt befassen, vielleicht erst einmal etwas zu ihrer Entstehung generell. Aus China im Zeitalter der Tang-Dynastie zwischen 906 bis 618 vor Christi Geburt und aus dem arabischen Kulturraum um das Jahr 900 gibt es Aufzeichnungen, die belegen, dass sich die Menschen damals mit dem Destillationsverfahren beschäftigten. Interessanterweise stammt auch das Wort Alkohol, Al-Hol, aus dem arabischen Sprachraum und bezeichnet etwas sehr Reines und besonders Feines. Im Jahre 1167 gelang Magister Salerno schließlich die erste dokumentierte Weindestillation an der ältesten abendländischen Hochschule in Salerno. Dieser Durchbruch war sowohl ein großer Schritt in der Chemiegeschichte als auch die Geburtsstunde der Spirituosen. Salerno schaffte es, reinen Alkohol als entflammbaren Weingeist, Aqua Ardens, von den nicht brennbaren Bestandteilen des Weines zu trennen. Rund 100 Jahre später wurde dies zunächst noch recht unvollkommene Destillationsverfahren bedeutend verbessert. Dem Regensburger Bischof Albertus Magnus, 1193 bis 1290, wird die Fortentwicklung zugeschrieben. Er erfand die Brennblase, in der sich nach Erhitzen des Weines die alkoholischen Dämpfe sammeln. Im Jahre 1622 wurde er selig und am 16. Dezember 1931 von Papst Pius XI. Heilig gesprochen. Und ich denke, zu Recht. Im Zusammenhang mit Hochprozentigen wurde das Wort Branntwein zum ersten Mal Anfang des 16. Jahrhunderts vom Arzt und Philosophen Paracelsus angewendet. Er stellte Branntwein her, um ihn für sein spezielles Heilverfahren zu verwenden. Mit kirchlichen Weinen kümmerte man sich hingegen in vielen Klöstern um die Technik des Brennens. Dabei ging es am Anfang ebenfalls vorrangig um die Herstellung von Heilmitteln, das sogenannte Aquavita. Auch die Franzosen nennen ihre Obstbrände noch immer Eau de Vie und das gälische Wort Usquebertha, das sich über die Jahrhunderte zum Whisky entwickelte, heißt ebenfalls nichts anderes als Lebenswasser. Was machte nun Hochprozentiges so attraktiv für die Seefahrt? Kraft, Wärme und Volumen sind die Stichworte, sowie Medizin und Vorsorge. Jack London, nicht nur Autor, sondern auch selber erfahrener Seemann, schrieb in einem seiner Bücher dazu Folgendes. Alkohol war gut für einen Mann, der sich überanstrengte. Ich merkte seine Wirkung an meiner kleinen Besatzung, wenn sie den Anker aus 40 Faden Tiefe heiste und sich fast den Rücken dabei zerbrach und das Herz sprengte, nach einer halben Stunde zitternd und nach Luft schnappend einhalten musste, aber mittels etwas steifen Grocks wieder zu Kräften kam. Dann atmeten die Leute wieder ruhig, wischten sich den Mund und packten wieder an. Diese merkliche Leistungssteigerung lag natürlich zu einem Teil an der leicht euphorisierenden Wirkung des Alkohols,
aber auch ganz pragmatisch daran, dass Alkohol ein sehr effizienter Energieträger ist. Immerhin ist es Zucker, der während der Gärung in Alkohol umgewandelt wird. In dieser Form ist er für den Körper sehr schnell verfügbar und ersetzt in der Umwandlung in Arbeit sofort den sonst benutzten Zucker sehr effizient. 1 Gramm Alkohol enthält 7 Kilokalorien, also mehr als Kohlenhydrate und Fette. Dies entspricht 7,5 Kilowatt pro Kilogramm. Mit 1 Kilogramm Alkohol kann man also eine 40 Watt Birne gut und gerne 186 Stunden leuchten lassen. Ein 1/2 Liter Bier oder ein Schnaps hat etwa 200 Kilokalorien. Diese Energie verbrennt, wenn man etwa eine 1/2 Stunde läuft. So bürgerte sich auch schnell ein, die Matrosen nach einer besonders harten Arbeit mit einer extra Portion Branntwein zu belohnen. Seehandbücher dieser Zeit empfehlen, angehenden Kapitänen hierzu immer einen kleinen Vorrat auf ihren Schiffen mitzuführen. Und man bedenke auch, dass die Seeleute bei jedem Wetter ihre Wachen antraten. Gerade in nördlichen oder sehr südlichen Breiten, wo die Temperaturen sehr unangenehm werden konnten, standen sie meist recht unangemessen bekleidet bei Wind und Regen ihren Mann. Unter solch schwierigen Bedingungen konnte ein Glühwein oder ein heißer Grog wahre Wunder wirken. Und wehe, man wurde krank oder verletzte sich ernsthaft. Verletzungen wie Erkrankungen wurden auf Linienschiffen der Kriegsmarine sowie Expeditionsschiffen durch den Schiffsarzt behandelt. Auf kleinen Fahrzeugen wie Korvetten, Fregatten und allen Handelsfahrern gab es bestenfalls einen Bootsmann oder manchmal den Kapitän, der über ein wenig medizinisches Wissen verfügte. Im Regelfall einer ernsten Erkrankung hatte der Erkrankte nur mehr seinen Tod in einer stickigen, lichtarmen Krankenkabine im Unterdeck sowie eine Seebestattung zu erwarten. Die häufigsten Erkrankungen waren fiebrige Erkältungen, Ruhr und Typhus. Auf Kriegsschiffen der Linienschiffsklasse arbeiten geprüfte Ärzte und Chirurgen. Während und nach Gefechten hatten diese als Gehilfen einen Teil der Freiwächter zur Verfügung. Operiert wurde bei Bewusstsein. Die Patienten betranken sich nach Möglichkeit vor schweren Eingriffen mit Rum bis in den Vollrausch. Danach waltete der Chirurg seines blutigen Amtes. Etwa 25% der Patienten starben danach an Wundbrand. Und so spielte Alkohol nicht nur als Betäubung, sondern auch als Desinfektionsmittel eine wichtige Rolle auf Schiffen. 50-70%iges Ethanol denaturiert die meisten Proteine und Nukleinsäuren. Da durch Zerstörung der Raumstruktur Membranproteine ihre Funktion einbüßen und aufgrund der Membrandefekte die betreffenden Zellen luftballonartig platzen, kann mit höherprozentigem Ethanol desinfiziert werden. Bakterien und Pilzzellen werden über die Denaturierung ihrer Membranproteine irreversibel inaktiviert. Entsprechend werden behüllte Viren ihrer proteinhaltigen Hülle beraubt. Generell war Trunkenheit an Bord von Seeschiffen ein schweres Vergehen und wurde entsprechend hart geahndet. In der Regel gab es 12 Hiebe für Trunkenheit. Praktisch auf jeder Seereise mussten Matrosen mit der 9-schwänzigen Katze ausgepeitscht werden. Dazu wurde Delinquent entweder stehend mit der Vorderseite an einer Gräting, also ein Holzgitter, oder bäuchlings über eine Kanone gebunden. Dann wurden Matrosen für die Henkersarbeit ausgelost. Die 9-schwänzige Katze bestand dabei aus 9, 8 mm starken und 65 cm langen Rebschnüren, die in einem Griff gespleist, also zusammengekordelt waren. Für jede Bestrafung wurde eine neue Katze angefertigt, wobei schon die öffentliche Anfertigung vor den Augen der Männer als Warnung dienen sollte. Nach der Auspeitschung wurde der Rücken dann mit Rum desinfiziert. Hierzu sammelten die Matrosen oftmals ihre Rationen und stellten sie ihren Kameraden zur Verfügung. So, kommen wir nun zum Sherry und Whisky. Auch der Sherry hat etwas mit der Seefahrt zu tun und bedurfte der Entdeckung des Branntweines, denn um 1400 herum versetzten andalusische Seeleute ihren Wein mit etwas Weingeist und füllten ihn in Holzfässer, um ihn mit auf die Reise zu nehmen. Eine bahnbrechende Idee. Waren die einfachen Tischweine in kurzer Zeit oxidiert oder zu Essig geworden, behielt dieser spezielle Rebensaft dank Holzlagerung und erhöhtem Alkoholgehalt über Monate seinen Geschmack.
Dieses neue Wissen machten sich auch Weinbauern in Jerez zunutze und stellten dieses neue, noch namenlose Getränk her, welches sich rasch auch ungebetener Beliebtheit erfreute. So stahl Sir Francis Drake 1587 in der nahen Handelsstadt Cadiz mehrere hundert Fässer. Diese warteten auf ihre Verladung auf die spanische Flotte, die es aber dank Sir Francis Drake als Abnehmer nicht mehr gab. Den Engländern sagte dieser neue Wein derart zu, dass sie fortan auch auf legalem Wege damit Handel trieben und Schiffsladung auf die britischen Inseln schafften. Weil für ihre Zungen der Name Jerez unaussprechlich war, wandelten sie das ursprünglich arabische Xeres in Sherry um. Zunächst wurde der Most der in der Gegend wachsenden Palomino Fino Traube zu einem trockenen Grundwein vergoren. Dieser mit Branntwein auf 15-16% Alkohol verstärkt und in Eichenfässer gefüllt, bis sie zu einem Drittel Luft enthalten. Dort wird er ein Jahr gehalten. Die feuchte und salzhaltige Luft des nahen Atlantik dringt in die Fässer ein und so entwickelt sich auf dem Jungwein innerhalb weniger Wochen der sogenannte Flor, eine weiße Hefepilzschicht. Fässer, auf denen sich eine besonders gleichmäßige Florschicht gebildet hat, werden zum Fino veredelt. Dieser trockenste aller Sherrys wird jung getrunken und meist gekühlt serviert. Als Ferdinand Magellan sich im Jahre 1519 auf den Weg machte, die Welt zu umsegeln, investierte er deutlich mehr Geld in den Kauf von Sherry als in den Erwerb von Waffen. Hier sieht man sehr schön, wo seine Prioritäten lagen. Und nun kommen wir zum Whisky. Die Vorliebe der Engländer für den Sherry sollte dann auch die eigene Herstellung einer sehr britischen Spirituose beflügeln. So waren die leeren Sherry-Fässer für kleines Geld zu haben und findige Geschäftsleute fingen daraufhin an, ihren Whisky in eben diesen Fässern zu lagern. Am Ende entstand so aus einem grausamen Malzbrand, was wir heute als Whisky kennen und schätzen. Besonders die Kapitäne der Royal Navy führten Whisky auf ihren Reisen mit. Den einfachen Mannschaften blieb dieser natürlich verwehrt. Wenden wir uns nun dem Gin zu. Professor Silvius de Bouvet wird allgemein mit der Erfindung dessen, was wir heute als Geneva bezeichnen und aus dem später der Gin hervorging, in Verbindung gebracht. Er war Chemiker, Alchemist, ein renommierter Wissenschaftler und Professor, der unter anderem die älteste Universität in den Niederlanden, die Universität Leiden, gegründet hat. Er destillierte die Maische aus Getreide und fügte ihr Öl aus Wacholderbeeren zu. Dieses Getränk, das den Harndrang stimulieren sollte, nannte er Geneva. Heute wird vermutet, dass Lucas Bols dieses von Dr. Silvius de Bouvet erfundene Rezept für sein Destillat verwendete. In Aufzeichnungen aus dem Jahre 1595 ist zu lesen, dass Dr. Silvius de Bouvet ein Mout Vin mit Wacholdergeschmack verkaufte. Es ist zu vermuten, dass er dies aber bereits Jahre zuvor tat. De Bouvet war dabei der Erste, der die Qualität der frühen Destillate wesentlich verbesserte und die Reinheit durch Filtertechniken erhöhen konnte. Sein Ziel war es, ein Stärkungsmittel für die Seeleute zu finden, denn zu jener Zeit waren die Niederlande die führende Seefahrernation. Und natürlich kannten sie das Problem der Skorbuterkrankungen bereits und suchten fieberhaft nach einem Heilmittel. 1595 verkaufte er sein Rezept des mit Wacholderöl versetzten Getreidedestillats an Lucas Bols, der am Rande von Amsterdam eine aufstrebende Distille betrieb. Englische Soldaten, die den Niederländern als protestantische Verbündete gegen den spanischen König zu Hilfe eilten, brachten den Geneva dann auch nach Großbritannien. Das englische Embargo gegen Frankreich setzte dem beliebten Brandy in England ein jähes Ende und um diese Lücke zu schließen, erließ der englische König Wilhelm III. Von Oranien, übrigens ein Niederländer, ein Gesetz, das es allen Bürgern erlaubte, Geneva selbst zu destillieren. Das ist im Prinzip die Entstehungsgeschichte des Gins in England.
Historisch gesehen beginnt die allgemein bekannte Geschichte der Spirituosen in der Seefahrt jedoch erst so richtig mit dem Rum. 15 men on the dead man's chest, ho, 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 and a bottle of rum. Drink and the devil had done for the rest, ho, 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 and a bottle of rum. Aus Robert Louis Stevensons Roman Die Schatzinsel. Bereits auf seiner zweiten Reise im Jahre 1493 brachte Christoph Kolumbus Zuckerrohrstecklinge auf die Karibikinsel Hispaniola, das heutige Jamaika. Das Zuckerrohr fand dort ideale klimatische Bedingungen vor und wurde mit großem Erfolg kultiviert. Es war zu dieser Zeit die einzige bekannte Rohstoffquelle für die Zuckerherstellung. Aus den Abfällen der Zuckerfabrikation wurde ein starkes Getränk mit hohem Alkoholgehalt gebraut. Anfangs gedacht für die Sklaven, um deren Arbeitskraft zu erhöhen, fand es bald auch eine neue Verwendung. Dieses Gebräu, aus dem sich der Rum entwickelte, fand langsam den Weg in die Häfen und auf die Schiffe. Die Seeleute tranken es auf ihren langen Überfahrten und nahmen es so auch mit nach Europa. Die Seefahrer stellten auch schnell fest, dass sich das Getränk ebenfalls gut eignete, um Früchte einzulegen und somit haltbar zu machen. Durch das Zusetzen von Zitronensaft und Kräutern half es sogar gegen die gefürchtetste Krankheit auf Schiffen, dem Skorbut. Rum wurde zu einem festen Bestandteil der Heuer der Seeleute und war aus der Seefahrt nicht mehr wegzudenken. So war es auch ein schwarzer Tag für die Royal Navy und als solcher ging er auch in die Geschichte ein, als Black Tot Day. An jenem 31. Juli 1970 wurden die seit Jahrhunderten auf den königlichen Schiffen ausgeteilten Rumrationen endgültig abgeschafft. Heute ist es das Privileg der Queen, den Befehl Splice the Main Brace zu geben. Letztmalig geschah dies bei ihrem Diamanten im Jubiläum im Jahre 2012. Doch bevor wir uns ausgiebig mit dem Rum befassen, ereignete sich noch eine wichtige Entdeckung in Portugal. Sie ahnen es vielleicht schon. Der Portwein. Die Portweinherstellung gehört ebenfalls zu den ältesten Vinifizierungsmethoden. Schon Ende des 17. Jahrhunderts begannen Mönche im portugiesischen Douro-Tal mit der Herstellung von Port. Der Name Porto findet sich erstmals 1678 in englischen Zollpapieren. Das Geheimnis des süßkräftigen Schlucks. Der nur teilweise vergorene Wein wird mit 80%igem Weinbrand versetzt. Das bewirkt zum einen, dass die Gärung durch den Alkohol gestoppt wird, da die Hefebakterien durch den hohen Gehalt von 19-22% absterben. Zum anderen hat dies den Vorteil, dass eine gewisse Restsüße im Getränk verbleibt. So wird es enorm haltbar, was Portwein in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten zu einem absoluten Exportschlager machte. Denn damals fand die Weinherstellung unter weniger hygienischen Umständen statt. Anstelle von Zuchthefen sorgten natürliche Hefen für eine eher zufällige Vergärung. Oftmals verdarb der Fassinhalt, nicht so jedoch beim Portwein. Dieser aufgesprittete Wein überlebte nicht nur einen monatelangen Transport im heißen Schiffsbauch, sondern konnte jahrzehntelang aufgehoben werden. Aber nun wieder zum Rum. Ab 1655, nachdem die Zuckerrohrinsel Jamaika von den Briten kolonisiert war, rollte das Rum-Tub an Bord. Dabei handelte es sich um ein reich verziertes und mit Messing beschlagenes Fass Rum. Immer zwischen 11 und 12 Uhr wurde an Bord der Befehl Splice the Main Brace gegeben. Und natürlich nicht an Segel gerufen, sondern an die Gläser. Bei der Royal Navy war die Main Brace das wichtigste Tau an Bord. Bei der HMS Victory durchmaß sie immerhin 13 cm. In Auseinandersetzungen zielten die Kanoniere mit Vorliebe auf dieses Tau, da jedes Schiff manövrierunfähig wurde, wenn es durchtrennt war. So musste es teilweise während der Schlacht repariert oder ausgetauscht werden, und dies stellte eine der schwersten Aufgaben an Bord dar. Die etwas ungewöhnliche Uhrzeit hängt mit dem Wachsystem auf Schiffen zusammen. Zu dieser Zeit versammelten sich alle Wachen an Bord, um einen durchgängigen Informationsaustausch der gesamten Mannschaft zu gewähren. Aber man musste über 20 Jahre sein, um an der Freude teilzuhaben. Und exakt 6 bells at the forenoon watch, also um 11 Uhr,
Er tötet das Five-Signal Up Spirits. The Officer of the Day, the Supply Petty Officer, der Master at Arms und der Butcher versammelten sich vor dem Spirits Room, wo der Master at Arms die Schlösser öffnete. Der Butcher holte mit Hilfe eines Siphons die Schiffsration Rum aus dem Fass. Die Chief und Petty Officers bekamen ihre Ration pur. Der Rest wurde in den sogenannten Breaker gegeben und an Deck zum großen Rumbottich mit der Aufschrift The Queen, God bless her, gebracht. Auf das Signal Run Call wurde der Breaker in den Bottich entleert. Der Supply Petty Officer rief die einzelnen Wachen auf, die den Rum erhielten. Nachdem alle die Ration erhalten hatten, wurde der Rest unter Aufsicht des Officers of the Day vernichtet. Für den Bestand verantwortlich war der Ship's Purser. Dieses Ritual wurde in Friedens- wie in Kriegszeiten 214 Jahre lang täglich praktiziert. Das Ritual des Alkoholausschanks war dabei keineswegs den Briten vorbehalten. In Deutsch sagte man Besanschot an, in Dänisch Halles Mesankölle oder in Norwegisch Slepp nur Lerkan und Urbüren, lass die Lerchen frei. Andere Länder, deren Marine Rum als Verpflegung ausgab, waren die USA, abgeschafft 1862, Deutschland, abgeschafft im Zweiten Weltkrieg, Kanada, Frankreich, Russland. Begonnen hat dieses Ritual mit dem englischen Staatsmann und Lord Protector Oliver Cromwell, 1599 bis 1658. Im Kampf um die Vorherrschaft auf den Meeren erteilte er der englischen Flotte den Befehl, das spanische Imperium in Westindien anzugreifen. So kamen die Seeleute seiner Majestät anlässlich der Eroberung von Jamaika zum ersten Mal mit jedem hochprozentigen Getränk in Berührung, welches damals noch keinen einheitlichen Namen hatte. Das pure Rumdestillat hat etwa 65-75%, ist klar und wird erst mit Wasser auf Trinkstärke gebracht. Man betrachtete den Rum als Medizin. Die geläufigste Bezeichnung war Kill Devil. Das Teufelszeug vertrieb jede Krankheit aus dem Körper. Admiral Penn ersetzte 1650 daraufhin für seine Flotte die damals übliche Ration von einer Gallone Bier, wie schon gesagt, 4,5 Liter, durch ein Pint Rum. Das waren damals 0,57 Liter. Der Admiral war nach Zeitungsberichten keine große Leuchte, aber hier bewies er Voraussicht. Der Rum nahm fortan nur ein Siebtel des Platzes ein, wie vormals das Bier. Auf Schiffen eine entscheidende Größe. Wie weise diese Entscheidung war, zeigte sich bald, denn nur kurze Zeit später bestand die neue Tagesration eine besondere Bewährungsprobe. Wegen dem Klima und einer anhaltenden Flaute verfaulte das Wasser in den Fässern. Dennoch blieb die erwartete Seuche aus. Die Männer hatten sich mit Rum sozusagen immunisiert. Daraufhin beeilte sich die Admiralität, den Rumausschank im Jahre 1731 für die gesamte britische Marine einzuführen. Die Ration war zuletzt ein Achtel Pint, also 71 Milliliter und 54,5 Volumenprozente Alkohol. Die Matrosen haben sich das in der Regel 1:3 mit Wasser vermischt. Und jetzt nehmen wir noch etwas vorweg, zu dem wir später noch einmal kommen, denn diese Menge entspricht ziemlich genau den noch gesunden 30 Gramm oder 30 Milliliter Alkohol und bewegt sich somit recht genau im Rahmen der optimalen Tagesmenge für Männer. Die Seefahrt hat also schon weit vor der Wissenschaft diesen Wert recht genau bestimmt. Und zwar einfach durch Versuch und Erfahrung. Der Rum ersetzte also das leichter verderbliche Malzgebräu und zwar auf einschlagende Art. Zweimal, 1850 und 1881, musste sich sogar das Parlament mit den Auswüchsen der benebelten Matrosen beschäftigen. Kein Wunder, denn Rum ist eine Verballhornung des englischen Wortes Rum Bullion, was Aufruhr bedeutet. Die tumultartigen Zustände nach dem täglichen halben Pint Rum kann man sich vorstellen. Schließlich war er hochprozentiges Feuerwasser, dessen Durchschlagskraft wurde getestet, indem man es auf Schiffspulver schüttete. Brannte das Pulver trotz des Gusses, war der Rum gut genug für die Crew, also mindestens 57% stark. Für jeden Tag der Woche gab es einen offiziellen Toast,
Am Montag, our ships at sea. On Tuesday, to our men. Am Mittwoch, to ourselves. Am Donnerstag, a bloody war and quick promotion. Am Freitag, a willing soul and sea room. Am Samstag, sweethearts and wives. May they never meet. Und am Sonntag, to absent friends and those at sea. Der Rum stand aber auch im Zentrum eines unseligen Dreieckshandels. Schiffe fuhren von den karibischen Inseln mit Rum und Melasse nach England, wurden dort entladen, mit Fertigerzeugnissen bestückt und nahmen dann Kurs auf Afrika, wo sie die Waren gegen Menschen tauschten, die als Sklaven direkt in die Karibik verschifft wurden. Die britische Verordnung über den einheitlichen Rumausschank auf den Schiffen seiner Majestät hielt nicht lange an. Wegen der im 18. Jahrhundert oft sehr langen Kriegsfahrten wurde der Rum häufig zu knapp, um noch pur in der vorgegebenen Menge ausgeschenkt werden zu können. Deshalb erließ Admiral Edward Vernon 1740 in seiner berühmten Order to Captains Number 329 den Befehl, dass die Rumration, die sogenannte King's Allowance, halbiert und dafür mit einem Quant Wasser gemischt werden müsse. Eine Order, die bald für die ganze Royal Navy galt. Vernons Verordnung aber verdanken wir heute eine der bekanntesten Mischungen mit Rum, den Grog. Der legendäre Admiral gab nämlich wegen der Unzufriedenheit der Matrosen den Zusatzbefehl, den Rum mit heißem Wasser und Zucker zu mischen. Das schmecke gut, er habe es selbst probiert. Der Admiral Vernon oft seinen Bootsmantel aus grobem Kamelhaarstoff, gerne Old Grogman genannt wurde, bürgerte sich für diese neu verordnete Mischung schnell seinen Spitzname Grog ein. Aber diese Verwässerung sollte nur der erste Schritt sein. Der Begriff Groggy bezeichnete ursprünglich das Gefühl, wenn man zu viel Grog getrunken hatte, und wird heute auch genutzt, um einen erschöpften Zustand zu beschreiben. Nelsons Blatt. Diesen Spitznamen hat der Rum der Schlacht von Trafalgar 1805 zu verdanken, in der die britische Marine die Flotte Napoleons vor der andalusischen Küste entscheidend geschlagen hatte. Zwar hatte er einen großen Sieg errungen, dennoch war der kommandierende Admiral Lord Horatio Nelson in der Schlacht gefallen. Die größte dieser Seeschlachten von Segelschiffen war jene von Trafalgar, bei der 60 französische und spanische Linienschiffe gegen 27 englische kämpften. Am Ende des 30. November 1805 waren 4000 Spanier und Franzosen sowie 800 Engländer gefallen. Von der französisch-spanischen Flotte existierten nur mehr wenige einigermaßen fluchtfähige Schiffe. Die Engländer hatten zwar auch schwere Schäden zu verkraften, jedoch kein einziges Schiff verloren oder irreparabel beschädigt. Die heimkehrenden Engländer wurden samt dem gefallenen Lord Nelson als Erretter der Insel gefeiert. Eine Seebestattung kam nicht in Frage, da der Held mit allen militärischen Ehren zu Grabe getragen werden sollte. Allerdings stellte sich das Problem, wie man den Körper den weiten Weg nach England transportieren sollte. So wurde er zur Konservierung in ein großes Fass rumgelegt. Heimgekehrt nach England stellte man fest, dass nur noch sehr wenig Rum im Fass übrig war. Ein kleines Loch war in das Fass gebohrt worden, durch das die Seeleute den Rum oder Nelsons Blatt offenbar getrunken hatten. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gewann auch in England die Temperenzlerbewegung immer mehr Anhänger. Natürlich war die Royal Navy ein bevorzugtes Ziel der Antialkoholiker, zählte Trunkenheit doch weiterhin zu den zentralen Problemen der Marine. 1850 wurde wieder einmal eine Grog Commission eingesetzt, die eine Reduzierung der Menge Rum empfahl, allerdings gegen eine Erhöhung der Heuer. Ebenso bekamen minderjährige Seeleute keinen Tod ausgehändigt und alle anderen konnten freiwillig gegen Geld auf ihr Recht verzichten. Diesen Verzicht nahm allerdings nur etwa 14% der Seeleute in Anspruch. Die totale Aufgabe der Rumration kam für die Admiralität nicht in Frage, da sie als essentiell für die Moral der Truppe gesehen wurde. Erst etwa ein Jahrhundert später, nach der historischen Great Rum Debate, hatten die parlamentarischen Spielverderber Erfolg. Statt Rum gab es seit jenem Sommertag im Juli 1970 nun wieder Bier. Allerdings nur 2 Dosen täglich. Die Matrosen feierten in Anführungsstrichen die Abschaffung der Ration auf ihre Art.
Seither gießen sie jeden 31. Juli einen Knirps in die See und einen weiteren in die Kehle. So, nun kommen wir zu einem ganz interessanten Thema, nämlich zu den großen Entdeckungs- und Kriegsfahrten. Denn daraus ergab sich ein neues Problem in der Seefahrt, die Mangelerscheinung. Bartolomeus Dias war ein portugiesischer Seefahrer. König Johann II. Erteilte Dias den Auftrag, die Südspitze Afrikas zu finden. 1487 stach Dias mit 3 Schiffen in See. Der bis dahin bekannteste südlichste Punkt an der Küste lag auf Höhe vom heutigen Namibia. Bei der Weiterfahrt kamen nun starke Winde auf und trieben Dias Schiff weiter nach Süden. Er wollte an die Küste zurück, segelte nach Osten, war aber schon über die Südspitze hinausgeraten. Darum kam im Osten kein Land in Sicht. Nun steuerte Dias gen Norden und erreichte so die Südspitze Afrikas. Er umrundete als erster die Südspitze Afrikas und machte so einen entscheidenden Schritt für die Entdeckung des Seeweges nach Indien. Aber er ist auch der offizielle Entdecker des Skorbut. Denn nach mehr als 6-wöchiger Reise zeigten seine Matrosen erste Anzeichen dieser Krankheit. Man schätzt, dass zwischen 1500 und 1700 etwa 2 Millionen Matrosen an Skorbut starben. Noch im 18. und 19. Jahrhundert verlor die britische Marine 10-mal so viele Männer durch Krankheit als in den Schlachten des Siebenjährigen Krieges oder der Napoleonischen Kriege. Erste Versuche, diesen Mangelerscheinungen zu begegnen, gab es entsprechend schnell. Die Holländer gründeten zu dieser Zeit ihre Ostindien-Kompanie und wurden dadurch zur ersten wirklichen Langfahrtnation. Und in Holland war der Geneva, der Vorläufer des heutigen Gin, sehr beliebt. So ist es noch vor dem Rum überliefert, dass die niederländische Ostindien-Kompanie im 16. Jahrhundert auf ihren Schiffen den Besatzungen Geneva mit Löffelkraut gegen Skorbut verordnet hat. Wie kommen wir aber jetzt vom Rum auf den Kräuterschnaps? Die Verbindung ergibt sich aus einem anderen historischen Moment der maritimen Seefahrt und hat etwas zu tun mit dem Vater der modernen evidenzbasierten Medizin. Die größte Angst hatten Seeleute vor einer seltsamen Krankheit, die ihre Zähne faulen ließ, ihre Kraft und letztlich ihr Leben nahm. Erst im 18. Jahrhundert erkannte man, dass es sich dabei um eine ernährungsbedingte Mangelerkrankung handelte. 1753 kommt Dr. James Lind, ein Arzt der britischen Marine, auf eine glänzende Idee. Lind gibt 12 an Skorbut erkrankten Matrosen eine Kost, die er mit verschiedenen Nahrungsmitteln und Kräutern kombiniert. Und er hat Erfolg. In der Folgezeit erweisen sich Zitrusfrüchte, Sauerkraut und ein weites Spektrum an weiteren Pflanzen als wirksame Mittel gegen Skorbut. Dr. James Lind ist damit der Erste, der bestimmten pflanzlichen Inhaltsstoffen eine definierte Wirkung zuweist. Er ist der Vater der evidenzbasierten Medizin. So basiert der Gran Botanico auf eben dieser Idee von Dr. James Lind, in dem eine Vielzahl von Pflanzen enthält, denen heutzutage wissenschaftlich fundierte Wirkstoffe zugeordnet werden können, wie zum Beispiel einem Wirkstoff aus der Heidelbeere, der auf den genetischen NRF2-Rezeptor wirkt und dadurch eine Kaskade von Entgiftungsgenen aktiviert. Doch wie wir alle wissen, Erkenntnis alleine reicht in der Regel nicht. Es braucht immer auch einen etablierten Fürsprecher. Im Fall von Dr. James Lind war dies Kapitän James Cook. Lind informierte die Kapitäne der Navy, legte Listen mit Kräutern und Nahrungsmitteln aus, die an Bord der Schiffe geladen werden sollten. James Cook hält sich als erster Seefahrer an diese Listen und bringt alle seine Männer gesund zurück nach Hause. Und das war beileibe nicht normal. Auf vergleichbaren Fahrten starben in den Jahrzehnten zuvor regelmäßig 40-60% der Besatzung. Cook sah es hingegen als seine Pflicht als Kapitän an, sich auch um die Gesundheit seiner Männer zu kümmern. Noch bevor er 1768 zur ersten seiner 3 Weltumsegelungen ablegte, hatte der Kapitän einen kleinen Disput mit seinem Schiffsarzt Dr. Monkhouse. Der hatte einen Posten von der Proviantliste einfach gestrichen. Hielt es für einen Irrtum, Sir, sagte Monkhouse bei Cooks Inspektion. Kein englischer Seemann isst Sauerkraut. Cooks Antwort war deutlich. Meine Matrosen werden Sauerkraut essen, täglich einen Schluck Zitronensaft trinken und jede meiner Anweisungen diesbezüglich befolgen. Auf meinem Schiff wird es keinen Skorbut geben. Auf eigene Kosten
in ähnlicher Höhe wie die Krone in die Expedition investierte, nahm auch der 25-jährige Naturforscher James Blank an dieser Expedition teil, vor allem um botanische Sammlungen anzulegen. Er hatte dafür einen Stab von 10 Personen organisiert, darunter den 39-jährigen schwedischen Botaniker Daniel Solander, wie Banks Mitglied der Royal Society. Diese unterstützten die Idee der pflanzlichen Kost und begleiteten die Experimente. Da Cooks Maßnahmen gegen Skorbut erfolgreich gewesen waren, wurde auf diesem Weg weiter experimentiert. Neben Malz und Sauerkraut führte man jetzt auch eingesalzenen Kohl, Karottengelee, verschiedene Kräuter und Bierkondensat mit. Über die Azoren kehrte man am 30. Juli 1775 nach der zweiten Reise nach England zurück. Von den 112 Mann Besatzung waren unterwegs nur 4 gestorben. 2 durch Unfälle, einer durch Alkoholvergiftung und einer beging Selbstmord. Keiner davon jedoch an Skorbut. Nach der zweiten Reise war Cook berühmt und in Anerkennung seiner Maßnahmen gegen Skorbut in die Royal Society berufen worden. Erst in letzter Zeit entdeckte man die Bedeutung vieler Pflanzenstoffe für uns Menschen aufs Neue. Im naturheilkundlichen Bereich werden sie seither auch Phytamine genannt. Hinter dem Oberbegriff der sekundären Pflanzenstoffe verbergen sich mehr als 30.000 verschiedene Substanzen, die ausschließlich von Pflanzen gebildet werden. Sie werden nur in speziellen Zelltypen hergestellt und grenzen sich von primären Pflanzenstoffen dadurch ab, dass sie für die Pflanze nicht lebensnotwendig sind. Man könnte sagen, sie stellen den Luxus der Pflanzen dar. Im Gegensatz zu den primären Pflanzenstoffen wie Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Vitamine und Mineralstoffe haben sekundäre Pflanzenstoffe auch für den Menschen keinerlei Nährstoffeigenschaften. Ihre Wirkung liegt ganz im Gesamtstoffwechsel. Die Pflanzen bilden sekundäre Pflanzenstoffe als Schutz- oder Abwehrstoffe gegen Schädlinge, als Farb-, Duft- oder Lockstoffe und als pflanzeneigene Hormone. Im Gegensatz zum Menschen mit seinem Blutkreislauf und dem aufwendigen Immunsystem müssen Pflanzen sich ausschließlich durch sekundäre Pflanzenwirkstoffe gegen Viren und Bakterien wehren. Und auch im menschlichen Körper üben sekundäre Pflanzenstoffe eine Vielzahl von Schutzfunktionen aus. So können sekundäre Pflanzenstoffe das Immunsystem stärken, den Körper vor freien Radikalen schützen und Krankheitserreger abtöten. Zu den enthaltenen Substanzen zählen phenolische Verbindungen wie Phenol, Polyphenole, Xanthone, Polypropanoide, Stilbene und ihre Glykoside, des Weiteren isoprenoide Verbindungen wie Terpene, Steroide und ihre Glykoside, sowie Carotinoide, Speicherlipide, Alkaloide wie Koffein und ungewöhnliche Aminosäuren wie Allein oder Cannavanin. Neben der Vielzahl nachgewiesener Akutwirkungen von Pflanzenstoffen halte ich eine weitere Funktion für grandios wichtig für ein gesundes Leben. Das Training der inneren Organe. Gleichsam der äußeren Muskulatur bedarf auch der innere Stoffwechsel einem gewissen Training. Nur wenn ein Muskel bewegt wird, dann wird er auch erhalten oder sogar aufgebaut und seine Leistung steht jederzeit abrufbar zur Verfügung. Und ähnlich wie bei dem Muskel steht auch eine Stoffwechselleistung nur jederzeit zur Verfügung, wenn sie kontinuierlich trainiert wird. Bei Nichtbenutzung droht sogar der Verlust. Das gilt sowohl für das Immunsystem als auch für die Entgiftungsleistungen des Organismus. Aufgrund einer alkoholischen Extraktion gewinnt man vornehmlich fettlösliche Substanzen aus den Pflanzen. Nachdem sie ihre Funktion im Körper erfüllt haben, müssen sie in eine wasserlösliche Form verstoffwechselt werden, damit sie über die Nieren ausgeschieden werden können. Diese Stoffwechselwege stellen für den Körper auch die einzige Möglichkeit dar, um chemische Schadstoffe und Gifte auszuscheiden. Man spricht in diesem Fall von der Biotransformation wasserunlöslicher Stoffe. Sekundäre Pflanzenwirkstoffe stellen nun dem Organismus eine solche Vielfalt an chemischen Strukturen zur Verfügung, dass die Organe ganz einfach lernen, mit all den Strukturvielfalt auch umzugehen. Zusätzlich werden alle Verstoffwechselungssysteme in einer Art Grundaktivität gehalten und stehen dann auch sofort bereit, wenn es zu einem Kontakt mit zum Beispiel Herbiziden kommt. Man hält seinen Körper auf diese Art von innen fit. Aber nun wieder zu unserem eigentlichen Thema und James Cook.
Trotz aller Erfolge sollte es noch weitere 20 Jahre dauern, bis sich die Erkenntnis von Lind und Cook in der gesamten Flotte durchsetzten. Der Schiffsarzt Sir Gilbert Blane nahm im Jahre 1780 die Erkenntnisse von Lind und Cook wieder auf und veröffentlichte seine eigenen Forschungsergebnisse in dem kleinen Buch On the Most Effectual Means of Preserving the Health of Seamen, Particularly in the Royal Navy. Zu dieser Zeit war er verantwortlich für die gesundheitlichen Belange der Westindienflotte der Briten und bemängelte, dass jeder siebte Mann aufgrund von Erkrankungen ausfiel. Zum Teil mussten wichtige Operationen der Flotte abgebrochen werden, weil die Mannschaften einfach zu schwach und krank waren. Stolz berichtete er von seinen Erfolgen: In my own ship, the Formidable, out of 900 men, not one was buried in 6 months. Also auf seinem Schiff, der Formidable, sind von 900 Männern nicht einer beerdigt worden, und das in 6 Monaten. So wurde im Jahre 1794 aufgrund seiner Empfehlung und der Eingabe einer Gruppe von Senior-Officern unter der Führung von Admiral Allen Gardner Zitronensaft an Bord der Suffolk, die sich auf eine 23 Wochen Non-Stop-Reise nach Indien begeben sollte, geladen. Die Ration von 10 Milligramm Vitamin C wurde in den täglichen Grog gemischt. Während der gesamten Reise gab es keine Fälle von Skorbut. Im folgenden Jahr verfügte die Admiralität, dass dieses Verfahren fortan auf allen Schiffen ihrer Majestät angewendet wurde. Die Handelsmarine übernahm diese Vorschrift sogar erst 1854. Aber wo ist die Verbindung mit Alkohol? In dem Fall täte es doch auch eine gesunde Ernährung mit viel, viel Gemüse, Früchten und Kräutern. Nun, auch damals schon war Salat als Nahrungsmittel bei den Matrosen nicht unbedingt begehrt. Eher wäre es wohl zu Meutereien gekommen. Nicht zuletzt blieb auch das Problem der Haltbarkeit. Die feuchte und warme Umgebung auf Schiffen ließ jedes Kraut schnell schimmeln. Und so nutzten die Kapitäne die Vorliebe ihrer Mannschaften für Rum und extrahierten die Pflanzenwirkstoffe einfach mit eben diesem. Und das kam sehr gut an, denn plötzlich schmeckte der Rum viel besser als vorher. Vielleicht wird hier auch klar, was der Unterschied zwischen einem normalen Kräuterschnaps und einem Maritime Botanical ist. An Land fokussierte man auf die akute Wirkung, mehr oder weniger erfolgreich. Kräuterextrakte wurden als Medizin zur Behandlung von Krankheiten gesehen. Auf See versuchte man hingegen, die negativen Erscheinungen des Mangels schon im Vorfeld gar nicht erst entstehen zu lassen. Und am Ende ergab sich ein sehr positives Problem aus der neuen Herangehensweise. Die Quartiermeister rechneten bislang mit durchschnittlich 40% Verlusten an Matrosen auf jeder längeren Reise. Doch nun sank diese Zahl plötzlich gegen Null, und daraus ergab sich als Konsequenz, dass die mitgeführten Vorräte kaum mehr ausreichten, um alle zu ernähren. So mussten sich auch die Quartiermeister erst einmal an die neue Situation anpassen und ihre Ladelisten erweitern. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich gerne einmal mit einem weit verbreiteten Vorurteil aufräumen. Man könnte ja denken, die armen Matrosen sind jeden Tag mit Alkohol vergiftet worden. Aber Alkohol ist nicht generell der Gesundheit abträglich. Eher ist das Gegenteil der Fall. Es kommt auch hier einzig auf die Menge an. Erst die Dosis macht das Gift. Und dank der modernen Wissenschaft können wir heute auch sagen, was genau im Körper passiert und wie viel Alkohol genug ist. Dazu möchte ich gerne einmal an drei angesehene Publikationen verweisen. Einmal die Publikation von Siegfried Weyerer, Central Institute of Mental Health, Mannheim, Germany. German Study on Aging, Cognition and Dementia in Primary Care Patients. Die haben herausgefunden, dass ein bis zu 75% verringertes Risiko besteht, an altersbedingter Demenz zu erkranken, wenn man regelmäßig geringe Mengen Alkohol zu sich nimmt. Oder Paul E. Ronkley, Calgary Institute for Population and Public Health. Die haben herausgefunden, dass Alkohol Herzinfarkte verringert und Gefäßverengung, und zwar bis zu 32%, und damit eine generelle geringere Sterblichkeit bis zu 12% erreicht werden kann.
Oder Dolly O'Balionas, Diabetes Care Center for Addiction and Mental Health in Toronto, Kanada. Die haben halt herausgefunden, dass die Typ 2 Diabetes ein geringeres Risiko hat, 30% geringer, wenn man regelmäßig geringe Mengen Alkohol trinkt. Um das nochmal zu sagen, diese geringen Mengen sind etwa 20 bis 30 Gramm. Also 2 bis 3 Cl an Schnaps zum Beispiel. So, selbst die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen sagt, dass 10 bis 24 Gramm Alkohol bei konservativer Betrachtung ungefährlich sind. Da kommen wir wieder auf die Seefahrt zurück. Sie erinnern sich, dass am Ende der Geschichte eine tägliche Ration von etwa 70 Millilitern an die Matrosen ausgegeben wurde. Beim Alkoholgehalt von 50% entspricht das der empfohlenen Tagesmenge von ca. 30 Gramm Alkohol für einen erwachsenen Mann. Schon damals hat man also schlafwandlerisch sich an diese optimale Menge angenähert. Aber Achtung, ab 60 Gramm Alkohol pro Tag kippt die Geschichte ins Negative. So, wie ist jetzt die heutige Situation? Jetzt haben wir sehr viel Historisches gehört. Da stellt sich die Frage, wie denn die heutige Situation auf den Meeren ist. Nun, auch heute sind Spirituosen aus der Schifffahrt nicht wegzudenken. Das gilt für die Handelsschifffahrt genauso wie für die Kreuzfahrtschiffe unserer heutigen Zeit. Hierzu einmal ein Beispiel einer Ladeliste aus der Handelsschiffflotte von 1969. Zum Beispiel 400 Flaschen Obstsäfte, 500 Kisten alkoholfreie Getränke, 1000 Flaschen Wein, 650 Kästen Bier, 700 Flaschen Spirituosen. Also schon mal ganz ordentlich. Oder aber aus der Kreuzfahrtbranche. So beträgt der Verbrauch der Queen Elizabeth II. Bei einer einwöchigen Atlantiküberquerung, einwöchig, 600 Flaschen Gin, 240 Flaschen Rum, 129 Flaschen Wodka, 240 Flaschen Brandy, 360 Flaschen Kräuterschnäpse, 240 Flaschen Sherry und 120 Flaschen Port. Das ist doch mal nicht schlecht. Und auch das berühmteste Schiff der Welt, die Titanic, hatte eine beeindruckende Ladeliste. 15.000 Flaschen Wein, 35.000 Flaschen Bier, 850 Flaschen Spirituosen. Wie viel davon nun auf dem Meeresgrund liegt, ist nicht bekannt. Am meisten Alkohol befindet sich jedoch an Bord der Bacardi-Tanker. Jeder echte Seemann würde sich wohl wünschen, einmal in seinem Leben in einem solchen Reichtum zu schwelgen. 174 Millionen Liter auf drei Schiffe verteilt werden so in alle Welt transportiert.